17 back im Interviewstudio mit dem lieben Crystal Mond. Hallo. Ihr habt ihn ja jetzt schon eine Weile zugesehen, ertragen. Ich wollte gerade sagen, ertragen müssen. Ich meine, so viel wie ich rede, das hält ja gar keine Sau aus. Aber also wirklich auch, nicht. Ich glaube, es ist auch fürs Livestreams sinnvoll, wenn man redet. Ja, schon. Also, ich meine, die Truppe kennt mich schon etwas länger. Leider. Wohlwörtlich, leider. Können wir an der Stelle noch einen Weser-Joke raushauen? Ein Diss? Ja, hauen selbst Diss raus. Ich meine, er musste mich schon bei sich zu Hause ertragen. Das ist schlimm genug. Das ist Strafe genug. Ja. Ja, wie ist dein Feeling nach dem Run? Ja. Also, das Ding ist tatsächlich, das erste Level ist gerade bei Pokémon Snap eines der Sachen, die halt super schwer sind, weil da vieles natürlich passieren kann. Du brauchst diese Anfangspunktzahl, sage ich mal, also so 18.000. Mhm. Fortgeschrittene Runner gehen natürlich gleich auf die Hauptsachen, so wie 20.000, 21.000 Punkte, um halt, wie gesagt, später auch diesen Apfel zu bekommen. Und das ist so eine Sache für viele Anfänger oder Runner, die halt das anfangen. Und ich bin da auch einer. Ich habe das vor einer Woche gespeedrunnt erst oder gepracticed. Okay. Und deswegen, ich bin eigentlich zufrieden mit der Leistung dafür, dass ich nur eine Woche vorher den Run gelernt habe, so richtig. Und aber ansonsten nie wieder Beach. Ich möchte kein Beach mehr sehen. Es reicht. Das ist krass, dass du erst vor einer Woche angefangen hast. Crazy. Ja, also manchmal mache ich mir gerne so selber diese Challenge. Ich reiche zwar die Runs gerne ein und denke mir so, ja, eigentlich hast du noch genug Zeit. Aber irgendwo fehlt dir dann hinten doch die Zeit. Und dann denkst du so, okay, so langsam müsstest du wirklich mal anfangen. Ansonsten stehst du da ganz blöd da und kriegst ganz viele Schellen am Hinterkopf und bist beim nächsten Mal komplett ausgeladen. Also, ja, nee. Wann hast du generell mit dem Speedrun angefangen? Oh, war ja. gute Frage. Ich glaube, das war so im Dreh 2016. 2015, 2016 müsste es gewesen sein. Bin ich auch tatsächlich über Germansh aufmerksam geworden. Ich war dann auch später selber Teil im Team. Aus Zeitgründen und privaten konnte ich dann halt irgendwann nicht mehr und habe dann auch gesagt, so, das wäre halt unfair, wenn man halt ganz lange dabei ist, aber nichts zeigt und nichts machen kann aufgrund von Zeitmangel oder persönlichen Problemen und hat man nicht gesehen. Ja. Wo ich mir dann auch so denke, ja, okay, ich mache lieber Platz für neue, talentiertere und auch welche, die halt wirklich noch diesen Elan mitbringen und sagen, hey, ich möchte gerne was zeigen wollen. Und das ist, ja, also war, ich habe auch die Entscheidung nicht wirklich bereut. Ich meine, ich bin nach wie vor, solange wie ich die Stimmung von Weser halten kann, bin ich noch gerne hier willkommen. Also von daher, ja. 2015, 2016 ungefähr. Okay. Bist du, wenn du runnst, machst du das für dich, für die Challenge oder bist du da schon auch competitive? Nicht so wirklich. Also ich mache das wirklich, also wenn ich Zeit habe, sag ich mal. Und ich bin auch eigentlich so bekannt, dass ich nicht so solche kurzen Runs mit einer halben Stunde mache, sondern eigentlich so für 3 Stunden, 4 Stunden. Natürlich kann man sowas nicht auf, sag ich mal, auf einem Event wie die Dokumi zeigen, weil man möchte ja auch ganz viele Runs zeigen und halt mit in kurzer Zeit natürlich füllen wollen, was halt total verständlich ist. Dafür immer noch nach wie vor ein Hut ab dafür. Aber ja, also nee, so richtig competitive nicht, außer mich fuchst ein Spiel, wo ich sage, ich möchte wirklich versuchen zu grinden, aber wie gesagt, dann fehlt auch meistens die Zeit, weil ich dann 3 oder 4 Stunden im Run bin. Und zum Run selber, warum Pokémon Snap? Möchtest du die also okay. Bist du aufgewacht okay. Vor einer Woche und dachtest dir, ja, Mann. Sagen wir es mal so, die Submissions-Phase sind ja schon länger draußen gewesen, deswegen möchtest du die ehrliche Antwort haben oder eine Antwort, die dir gefällt? Ich nehme die ehrliche. Ich glaube, der Chat will auch die ehrliche hören. Die ehrliche Antwort, warum ich Pokémon Snap genommen hatte, weil ich keine Ahnung hatte, was für einen kurzen Run ich einreichen sollte neben Pokémon Channel, der schon eine Stunde ging. Und dann habe ich so, ach komm, ich weiß, Pokémon Snap rein, fertig. Ich habe zwar keine Ahnung von dem Run gehabt zu dem Zeitpunkt, aber ich dachte mir so, ach, das wird schon passen. Also das ist die ehrliche Antwort. Ich mache es beim nächsten Mal nicht so. Jetzt denkt ihr noch eine schöne aus, die sehr emotional ist. Die sehr emotional ist?
Ich habe Joey lieb. Ich wollte ihm gerne Pokémon. Nachdem ich das Abra nach ihm benannt habe auf der Play Forward, wollte ich ihm etwas Gutes tun und einfach ein paar wunderschöne Fotos für die Dokumi machen. Ich meine, es passt ja auch dazu. Fotos, hier hast du ja auch überall Fotoshootings, Japan-Garten und sowas. Also warum nicht Pokémon Snap zeigen? Damit, das war eine sehr schöne Geschichte. Wirklich. Ja. Dann sag nochmal, wo bist du aktiv? Kann man deine Runs sehen? Also ich versuche immer mal wieder zu streamen. Ihr könnt mir gerne auf twitch.tv/chrisdemond folgen. Alles zusammengeschrieben, ist egal ob große oder Kleinschreibung. Natürlich mit C am Anfang, ganz wichtig. Und ja, tatsächlich versuche ich aktuell so ein bisschen so rum zu experimentieren, was Speedruns angeht. Vor allem in Richtung so Plattformer, so Mega Man X, Mega Man Zero, Fragezeichen. Aber ansonsten ja, so Pokémon Speedruns, Pokémon Randomizer, vielleicht auch mal wieder Kingdom Hearts Randomizer, vielleicht auch Kingdom Hearts mal wieder selber, wenn ich richtig Lust habe. Aber ja, so ein bisschen drumherum, aber hauptsächlich Kingdom Hearts und Pokémon, dafür bin ich bekannt. Dann würde ich sagen, guckt da rein, wenn ihr Crystal Mond sehr sympathisch findet und auch den Run gut fandet, guckt da gerne mal rein. Chat, Hype für den nächsten Run, und ich würde weitergeben an die Regie.